Ihr seid schon eine ganze Ecke vorwärts gekommen mit eurem Würfel. Ihr habt eine Seite und die erste Reihe komplett gelöst. Jetzt machen wir uns an die zweite Reihe. Das heißt, wir drehen den Würfel um. Das, was ihr gerade gelöst habt, ist jetzt also unten. Und jetzt schauen wir uns mal an, was für eine Farbe hat denn die Seite hier oben. Also die Mitte ist in meinem Fall grün. Wir suchen uns jetzt Kantenteile aus, das, das, das oder das, die kein Grün oder was auch immer bei euch hier oben ist, enthalten. Das ist schon mal nicht der Fall, aber hier. Und dieses Teil drehen wir jetzt so, dass diese Farbe auf der richtigen Seite ist. Also Orange gehört hier hin. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Kantenteil muss nach rechts oder dieses Kantenteil muss nach links. In beiden Fällen gibt es einen Algorithmus. Die Algorithmen sind genau spiegelverkehrt. Das muss nach rechts. Ihr haltet es so, dass dieses Teil euch anguckt. Das ist also Front. Und dann kommt folgender Algorithmus. Up, right. Up inverted, right inverted, up inverted, front inverted, up, front. Und da ist das richtige Kantenteil. Keine Panik, gleich nochmal. Orange-weiß. Hier ist die weiße Seite. Dieses Teil muss wieder nach rechts. Darum up, right, up inverted, right inverted, up inverted, front inverted, up, front. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Okay. Hier ist ein Teil ohne Grün, das gehört hierhin und muss jetzt nach links. Jetzt kommt also der spiegelverkehrte Algorithmus für alle, die das nach links brauchen. Up inverted, left inverted, up, left, up. Front, up inverted, front inverted. Da ist es. Und jetzt kann es natürlich auch passieren, dass ihr sowas hier habt. Das Teil ist zwar schon an der richtigen Stelle, aber falsch rum. Also hier muss rot sein und hier weiß. In so einem Fall sucht ihr euch einfach ein Teil aus, was grün enthält und schiebt dieses Teil hier rein. Dadurch wird das hier quasi rausgesprengt und ist dann irgendwo hier oben und dann könnt ihr ganz normal weitermachen. Weil wir jetzt schon zweimal hatten, dass dieses Teil nach rechts muss, machen wir jetzt einfach dieses Teil nach links und dann nehmt ihr eben den Algorithmus für nach links. Ihr könnt auch dieses Teil nehmen und dann holt das nach rechts. Spielt keine Rolle. Aber damit es schön ausgeglichen ist, machen wir das jetzt nach links. Up inverted, left inverted, up, left, up, front, up inverted, front inverted. So, jetzt ist hier natürlich das falsche Teil drin, aber irgendwo hier oben findet sich jetzt das, was wir suchen. Hier ist es nämlich, weiß, rot. Und das schieben wir jetzt an die richtige Stelle. Und normalerweise müsstet ihr jetzt mit genau demselben Algorithmus das Teil hier hinbekommen. Also wenn ihr das mit dem linken Algorithmus rausgebracht habt, dann müsst ihr es auch mit dem linken wieder reinmachen. Und umgekehrt. Und weil es so schön ist, nochmal. Up inverted, left inverted, up, left, up, front, up inverted, front inverted. Und da ist es und was sehen wir? Die zweite Reihe ist gelöst. Als nächstes müssen wir hier oben ein Kreuz machen, so wie das hier schon so schön aussieht. Falls das bei euch nicht der Fall ist, auf zum nächsten Video. Wenn das bei euch auch schon so schön aussieht wie bei mir, dann könnt ihr das nächste Video überspringen.